Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Nordfriesland und wir sehen es hier oben auf dem Grasfeld Nummer 11 bzw. Wiese 11 ist der Kollege mit der Düngerei bald durch. Das heißt für uns, dass wir den dann außer Dienst nehmen können und können hergehen und die Nacht vorspulen. Ich möchte nämlich ganz gerne Tag haben, so dass hier halt auch ein bisschen was zu sehen ist. Und ja, das setzt natürlich voraus, dass hier die Arbeiten abgeschlossen sind. Wenn wir jetzt hergehen und ja, hier solche Sachen wie die Ballen zum Beispiel, die jetzt gerade noch auf der Wiese rumliegen, oder wir haben ja auf dem Grasfeld Nummer 2 noch das geschnittene Gras rumliegen, was ja eigentlich noch geschwadert werden soll. Dann können wir das auch getrost dann am nächsten Tag machen. Es kann natürlich sein, möchte ich nicht ausschließen, dass das Gras dann schon wieder nachgewachsen ist, ne? Aber das sehen wir dann alles, wenn es soweit ist. Jetzt bin ich gerade erstmal hier unten auf dem Weg zum Sägewerk, beziehungsweise in die Richtung Sägewerk, weil wir ja hier noch unseren Joeskin-Anhänger stehen haben. Den brauche ich nämlich, um Raps zur Raffinerie zu bringen. Ich möchte nämlich ganz gerne mit dem, was ich dort dann produziere, an Diesel, den möchte ich zum Sägewerk oben bringen, welches die Baumstammpaletten herstellt. Und wenn das läuft, ist alles einwandfrei eigentlich, ne? So, ich kann hier schon mal Beladen am Startpunkt reinhauen. Ich kann auch schon mal den Kurs reinhauen. Gibt es hier irgendwas so was wie... irgendwas hatten wir doch. Hofsiedelverteiler, genau. Zur Dieselproduktion. Du sollst laden. Raps. Demnächst sollte ja dann auch... ja, wie gesagt, der andere Kollege oben fertig sein. Dann spulen wir vor und dann machen wir das Ganze dann halt mit den Beliefern dann am neuen Tag. Wenn wir wieder Tageslicht haben. Weil man halt mehr sieht und so. Und dann lassen wir hier mal die ganze Maschinerie so ein bisschen rollen. Was wir in der Zwischenzeit noch machen können, bis denn der Düngermeister fertig ist. Wir können den Rasenmäher noch da hochbringen. Zur BGR Nord. Und es dann halt auf das entsprechende Feld. So, und du kannst dann mal hier warten. So, Licht aus. Zack, zack. Mit dir fahren wir dann zur BGR Nord. Idealerweise drehen wir jetzt noch schnell eine Runde. Und dann machen wir hier eine Kursaufzeichnung von. So. Der fährt zwar jetzt nur mit 40 Klamotten hier durch die Gegend, das reicht aber völlig aus. Und dann können wir nämlich den Kurs dann schon mal nehmen und abspeichern.
so ein Kurs zur BGR Nord, der reicht ja völlig aus. Denn wir haben ja dann unmittelbar dahinter dann das andere Feld, beziehungsweise die Wiese. Wir haben also oberhalb nördlich der BGR Nord ist halt eine Wiese und links daneben ist ja auch noch eine Wiese. Da könnte man vielleicht auch noch hergehen und Ackerland von machen. Weil ich möchte hier ganz groß ins Raptgeschäft einsteigen. Und wir müssen mal schauen, was unsere Tiere sagen. Was sie unten an der Rinderzucht sagen. Ob da noch irgendwas fehlt oder wo es denn klemmt. So, gleich geht's hier rechts. So. Ja, man hätte jetzt auch vom Hof aus gesehen noch zum Händler fahren können und dann hinterm Händler rechts rein. Dann wäre man natürlich gleich hier oben rausgekommen. Das geht natürlich, klar. Viele Wege führen hier nach oben, beziehungsweise zur BGR Nord. So. Hallo. Und schon Fehler. So muss es nämlich heißen. Wenn wir hier alles richtig machen wollen. Und dann kann man den hier nämlich nehmen. Fahren schnell einmal um die BGA rum. Und stellen den mal hier ab. So, halt, stopp. So, du, genau. Hier sehen wir schon das Problem, ne? Der könnte jetzt eigentlich hergehen und das Grasfeld nochmal abmähen. Ich weiß jetzt nicht, macht das Sinn? In welcher Wachstumsstufe sind wir denn hier? Die erste. Ja, theoretisch, ne, wie gesagt, könnten wir den fahren lassen, aber das macht jetzt erstmal keinen Sinn, weil wir ja sowieso gleich die Nacht vorspulen und dann steht hier alles wieder im Saft auf jeden Fall und nö, da warten wir einfach nochmal mit. So, du bist auf dem letzten, du bist auf dem Rückweg, ne? Du hast hier Wegpunkt, ja, passt auch. Fahr rein lassen. Dann bist du fertig hier. Perfekt. So, dann lassen wir dich nämlich dann mal hier stehen. Fährt jetzt noch irgendwo irgendwas? Ach so, ja, der MB-Truck, der steht ja noch hier rum. Abfahren lassen. So, und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor hier. Zwischenzeitlich mal Tiere kontrollieren. Wie sieht's denn hier so aus? Kraftfutter ist da, Silage ist auch noch ein bisschen was da, Stroh ist da. Gut, gut, gut. Und da ist das neue Ballenlager. Sehr gut. Stroh, Silage, Silage. Achso, nur Stroh und Silage. Ja, gut, okay, okay. So, das bedeutet für uns, dass wir... Ah, Bunkersilos fermentiert, das heißt, es gibt schon mal Geld.
Jawohl. Das könnte man verkaufen. Oder halt, wie gesagt, wie weit ist es hier? 85%. Wie sieht es hier mit Silage aus? 32.000, 61.000, 92.000. Ja, da könnte man vielleicht nochmal das ein oder andere reinschmeißen. Weswegen ich jetzt die Maschinen nicht bewege, ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt hier einsteigen würde und den Motor anmache, dann laufen hier die Betriebsstunden und ja, unnötig diese Kosten produzieren muss ich jetzt nicht. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Hier hätte ich auch gar nicht das Beinlager platzieren können. Das fällt mir mal gerade so auf, weil ja hier die Entnahme für die Gülle ist. Obwohl auf der anderen Seite... Ja doch, ne? So ein bisschen was ist hier drin. Hier ist auch noch ein bisschen Gülle. Tja. Tut sie auf jeden Fall was. Wir spulen weiter vor. Zweites Bunker-Silo ist auch fertig fermentiert. Das heißt also, wir können hier gleich richtig zur Sache gehen. Und es ist jetzt fast 6 Uhr, neuer Morgen. Wir fangen an. Mit 5-fach auf jeden Fall. Dann schaffen wir jetzt ein bisschen was. Ich möchte ganz gerne einen Kurs für diesen hier einfahren. Er soll ja hier die Ballen sammeln, ne? Dann wird er auf jeden Fall eine ganze Weile mit beschäftigt sein. Und hier könnte man eigentlich schon wieder loslegen. Es ist zum Heulen, liebe Leute. So, du sollst nämlich losfahren. Irgendwo hier. So, hier durch. Hier müssen wir dann gucken, ob die anderen Kurse, die wir jetzt soweit haben, ob die dann funktionieren. Müssen wir mal eben gucken, wie das hier mit den Triggern aussieht. Da ist einer. Hier ist einer. Die sind wahrscheinlich hier übergreifend, das macht gar nichts. Dann können wir nämlich hier jetzt den Haltepunkt setzen. Fahren dann einmal hier um alles drumherum. So, und stehen dann hier wieder am Anfang unseres Kurses. Hier so grob. Wir speichern das Ganze unter G11 Westballenlager Rinderhof. So, und er soll nämlich jetzt Folgendes machen. Er soll den Kurs nehmen Grasfeld 11. Ach, das ist Grasfeld 16 hier, du Vogel. Mann, wieso habe ich denn da jetzt 11 rausgemacht? Also, guck mal da zurück. Grasfeld 11 ist Grasfeld 16. So, speichern wir das Ganze halt einfach ab. E16 W. Ballenlager Rinderhof. So, nur aber. Wir möchten vom Grasfeld 16 Abschnitt West mähen. Diesen hier. Und diesen hier. Den soll er sich nehmen. Da soll er Feldarbeit machen. Und wir fahren mal. Wir fahren mal. Wo kann er denn mal anfangen?
Ja, genau falsch angefangen. Ja, super wieder. Dann nehmen wir jetzt erstmal den hier mit. Dass der hier aus dem Weg rauskommt. Und wir sammeln hier hinten den letzten auch noch immer auf. Der eine Ball, der da so unglücklich liegt. Und die Vorgewenderunden muss er ja nicht mitnehmen. Die haben wir ja eigentlich vorher dann schon mit dem reinen Grassammler dann bewältigt. Ne? So. Hat er hier echt noch? Dann kommen dann immer die auch noch mit. Du kommst mit. Und du kommst mit. Und du kommst mit. So, dann hat er hier vereinzelt noch welche rumliegen. Das macht aber jetzt erstmal nichts. Er kann nämlich dann hier anfangen und Ballen sammeln. Und was jetzt passiert, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an, liebe Freunde. Bis dahin macht es auf jeden Fall erstmal wieder gut. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, würde mich auch natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, auf Wiedertschüss.